Heil will auf seiner Indienreise unter anderem für Fachkräfte werben, die in Deutschland dringend gebraucht werden. Und wir erreichen ihn und können mit ihm sprechen. Einen schönen guten Tag, Herr Heil. Schönen guten Tag, Grüße nach Hamburg. Ja, die Kooperation mit Indien, die besteht schon länger. Über das sogenannte Triple Win-Programm konnten Sie unter anderem auch schon Pflegekräfte nach Deutschland holen. Wie und womit konnten Sie die locken? Also ich habe heute in Neu-Delhi mit jungen Menschen gesprochen, die in unterschiedlichen Berufen in Deutschland arbeiten wollen. Und wir haben gute Argumente für Deutschland zu werben, denn klar ist, wir brauchen Fachkräftesicherung in Deutschland mit inländischen Potenzialen. Dafür müssen wir alle Register ziehen. Wir brauchen aber ergänzend auch qualifizierte Zuwanderung. Wir haben jetzt ein modernes Einwanderungsgesetz geschaffen. Und ich habe heute, wie gesagt, mit jungen Leuten gesprochen, die in sehr unterschiedlichen Berufen in Deutschland arbeiten wollen. Da ist ein großes Potenzial und da gibt es gute Verbindungen, denn Indien hat einen niedrigen Altersdurchschnitt. Der ist hier 28, bei uns in Deutschland ist er 49. Es gibt viele junge Menschen, die hier keine Arbeit finden, aber die bei uns eine Chance sehen. Und da können wir das Nützliche, die Interessen Indiens und Deutschlands und die Interessen der jungen Leute gut miteinander verbinden, wenn wir sie fair behandeln, wenn wir gute Argumente haben, mit denen wir für Deutschland werben können. Ja, aber nochmal die Frage, was können Sie denen denn bieten, damit sie auch wirklich kommen? Das Interessante ist, wenn man mit den jungen Leuten selbst spricht, welche Argumente sie haben, warum sie sich für Deutschland entschieden haben. Ich habe einen jungen Mann erlebt, der gesagt hat, er will als Fleischer in Deutschland arbeiten, weil wir ein stabiles politisches System haben, weil es bei uns relativ wenig Kriminalität gibt. Ich habe eine junge Frau erlebt, die gesagt hat, ihr habt ein gutes Ausbildungssystem, ihr habt Fachhochschulen, die will übrigens in der Luftfahrtindustrie bei uns arbeiten. Ich habe jemand anders erlebt, der gesagt hat, ich habe bewusst Deutsch gelernt. Kanada ist zwar auch ein spannendes Einwanderungsland, aber es ist geografisch weiter von uns entfernt. Also bei allen Defiziten, die wir in Deutschland haben, können wir mit guten Gründen für unser Land werben. Wir sind eine starke Wirtschaft, wir haben ein gutes Ausbildungssystem, wir haben ein sicheres Land. Und das heißt, bei allen Nachteilen, die Deutschland auch hat, das Wetter ist nicht immer so toll und unsere Sprache ist nicht so verbreitet wie das Englische beispielsweise auf der Welt, gibt es durchaus junge Menschen, die wir gewinnen können mit guten Argumenten. Das Wichtigste ist jetzt eine Anwerbestrategie der deutschen Wirtschaft selbst. Und das Wichtigste ist, dass wir mit dem Einwanderungsgesetz die bürokratischen Hürden einreißen, die bisher dazu geführt haben, dass wir zu wenig helfende Hände und kluge Köpfe in der Welt auch in Indien erreichen können. Wenn Sie sagen, an bestimmten Punkten und das Wetter können wir schlecht beeinflussen, andere aber vielleicht schon, hakt es doch ein bisschen. Was wollen Sie denn vielleicht selbst auch verändern, um Deutschland noch attraktiver zu machen? Der erste Schritt ist gemacht. Wie gesagt, mit dem modernen Einwanderungsgesetz, das jetzt vom Bundestag und Bundesrat beschlossen wurde, reißen wir Bürokratie ein. Wir müssen aber noch schneller werden, auch in den Visa-Verfahren. Das klappt in Indien schon ganz gut. Da dauert es für ein Arbeitsvisum, sagt mir die Botschaft, 3 Wochen. Aber wenn jetzt mehr kommen, müssen die Kapazitäten da sein, müssen wir auch digitaler werden, um solche Verfahren zu beschleunigen. Das Wichtigste für unsere Gesellschaft ist aber zu begreifen, da kommen nicht nur Arbeitskräfte und Fachkräfte, es kommen Menschen. Die müssen wir anständig behandeln. Und wir müssen, wenn sie länger bei uns sind, wenn sie Steuern zahlen und bei uns arbeiten, ihnen auch die Chance geben, Teil unserer Gesellschaft zu werden. Wir haben ja schon Erfahrungen in Deutschland, in Westdeutschland, mit der sogenannten Gastarbeiter-Einwanderung der 60er Jahre. Wir dürfen die Fehler von damals nicht wiederholen. Damals hat der Lyriker Max Frisch gesagt, der Schriftsteller, wir wollten Arbeitskräfte, aber es kamen Menschen. Und das heißt für uns, wir müssen Integration erwarten und auch anbieten in unserer Gesellschaft. Dann wird das auch funktionieren. Dann wird es auch funktionieren, sagen Sie, aber das ist eben ein ganz entscheidender Punkt. Wie wollen Sie das denn sicherstellen? Wie wollen Sie da tatsächlich an der Stelle auch die entsprechenden Voraussetzungen schaffen? Eine Voraussetzung ist, dass wir alle begreifen in Deutschland, dass wir neben allen Anstrengungen im Inland, zum Beispiel durch bessere Bezahlungen und bessere Arbeitsbedingungen für deutsche Fachkräfte und bessere Aus- und Weiterbildung. Wir ergänzen Fachkräfteeinwanderung brauchen. Es muss das Bewusstsein unserer Gesellschaft da sein, dass wir nicht irgendwie bürokratisch ein paar Akademiker gebrauchen können und hinnehmen müssen, dass es Einwanderung gibt, sondern wir müssen ergänzende Einwanderung wollen. Die Zahlen sprechen dafür. Wenn wir nicht alle Register ziehen, dann fehlen uns bis 2035 6 bis 7 Millionen Arbeits- und Fachkräfte. Einen Großteil müssen wir im Inland gewinnen, durch Aus- und Weiterbildung, durch eine bessere Frauenerwerbsbeteiligung, auch durch Digitalisierung. Aber wir brauchen ergänzend qualifizierte Einwanderung. Das heißt, die Aufgeschlossenheit muss da sein. Das ist in Deutschland auch der Fall. Wir wissen, dass eine große Mehrheit der Deutschen gesteuerte und qualifizierte Einwanderung befürwortet, das Einwanderungsgesetz auch begrüßt. Was wir jetzt machen müssen, ist, für unser Land zu werben mit guten Argumenten und dafür zu sorgen, dass die, die zu uns kommen,
auch anständig behandelt werden. Denn wenn das nicht passiert und sich das rumspricht, dann läuft die beste Einwanderungskampagne fehl. Wenn wir Menschen, wie gesagt, gut behandeln, ist das die beste Werbung, die wir machen können. Und es sind die deutschen Unternehmen selbst gefragt. Wir als Staat können helfen, dass qualifizierte Einwanderung besser und unbürokratischer stattfindet. Wir machen auch eine Anwerbekampagne. Der Kollege Habeck ist dafür verantwortlich. www.makeitingermany.de ist die Homepage, über die man sich in verschiedenen Sprachen informieren kann, wie man nach Deutschland kommen kann. Aber es sind die deutschen Unternehmen selbst gefragt, die Fachkräfte brauchen, anzuwerben, zu rekrutieren, auch dafür zu sorgen, dass die Menschen gut bei uns ankommen können. Ich bin zuversichtlich, dass das gelingt nach den Gesprächen, die ich heute in Indien geführt habe und in den nächsten Tagen auch noch führen werde. Das Interesse ist groß. Die indische Regierung steht hinter dem Projekt. Wir haben ein Abkommen für faire Migration. Es gibt eine Bereitschaft einer jungen Bevölkerung. Wir müssen sie in Deutschland willkommen heißen, weil wir sie in Deutschland auch gebrauchen können. Jetzt haben Sie ein paar Berufe, die Ihnen da auch schon genannt wurden, die von Interesse sind, genannt. Aber in Deutschland fehlen eben in vielen Bereichen Fachkräfte. Für welche Branchen können Sie denn da absehbar noch neue qualifizierte Leute gewinnen? Es gilt für alle Branchen. Ich habe heute, wie gesagt, junge Leute getroffen, die wollen im Handwerk in Deutschland arbeiten, anderen akademischen Berufen. Es geht um IT-Fachkräfte, es geht auch um das Thema Pflege, es geht aber auch um den Dienstleistungsbereich, die Gastronomie. Da waren auch junge Menschen, die im Hotelfach bei uns arbeiten wollen. Im Moment ist ja Arbeits- und Fachkräftemangel deshalb in Deutschland ein Thema, weil wir eine gute Lage am Arbeitsmarkt haben. Es waren noch nie so viele Menschen in Arbeit, 46 Millionen Erwerbstätige. Aber wenn wir uns jetzt nicht kümmern um Fachkräftesicherung, wird das Problem größer, weil ab 2025 die geburtenstarken Jahrgänge, die vor 64 geboren, die Babyboomer in Rente gehen. Und das sind sehr starke Jahrgänge. Deshalb gehen viele vom Arbeitsmarkt in Rente, wohlverdient. Und wir müssen alle Register ziehen, wie gesagt, um Menschen zu gewinnen. Das betrifft eigentlich alle Branchen. Ich habe begriffen, dass in Deutschland sehr viel über Pflege gesprochen wird. Da passiert jetzt auch einiges. Das ist aber nur der eine Bereich. Es geht auch um technische Berufe. Es geht um, wie gesagt, IT-Kräfte, die man in Indien gewinnen kann. Es geht um viele Berufe, auch im Handwerk. Das Interesse ist da der deutschen Wirtschaft. Wir müssen uns jetzt auf die Straße bringen und miteinander organisieren. Aber wie gesagt, im Gegensatz zu einigen anderen Diskussionen, die wir in Deutschland haben, wo wir auf der einen Seite so tun, als wollen alle nach Deutschland kommen, das ist nicht der Fall. Es gibt auch andere attraktive Einwanderungsländer auf der Welt. Die anderen tun so, als will niemand kommen. Das ist auch nicht richtig. Ich erkenne hier ein großes Potenzial, eine Bereitschaft. Und es liegt an uns, ob wir das erfolgreich miteinander hinbekommen. Ich bin entschlossen, meinen Beitrag dazu zu leisten. Noch ganz kurz, inwieweit lässt sich dann eben aber auch die Lücke schließen, die Experten für die nächsten Jahre und Jahrzehnte erwarten? Wir müssen ja sehen, wir haben auch Einwanderung in den letzten Jahren in Deutschland schon gehabt, meistens aus der Europäischen Union. Wir haben vor Corona erlebt, dass ungefähr 290.000 Arbeits- und Fachkräfte aus den Ländern der Europäischen Union zu uns nach Deutschland gekommen sind. Wir können jetzt mit dem neuen Einwanderungsgesetz auch Menschen aus sogenannten Drittstaaten wie Indien beispielsweise werben. Aber vor allen Dingen müssen wir die inländischen Potenziale heben. Die haben wir auch noch. Ungefähr 1,6 Millionen Menschen zwischen 20 und 30 haben in Deutschland keine abgeschlossene Berufsausbildung. Mir ist wichtig, dass wir mit dem Aus- und Weiterbildungsgesetz was fürs inländische Potenzial auch tun. Da ist viel, was schlummert. Ich habe vorhin gesagt, Frauenerwerbsbeteiligung ist die größte Fachkräftemaßnahme, die wir in Deutschland im Potenzial haben. Also wir müssen wirklich alle Register ziehen und brauchen dann ergänzend qualifizierte Zuwanderung. Auch die Digitalisierung wird ja dazu führen, dass menschliche Arbeitskraft woanders eingesetzt werden kann. Das heißt, wir machen uns jetzt an diese große Aufgabe. Und ich kann einfach nur sagen, nichts tun ist keine Alternative. Wir kümmern uns mit dem Aus- und Weiterbildungsgesetz, mit einem Einwanderungsgesetz. Aber wir müssen als Gesellschaft insgesamt begreifen, wenn wir wirtschaftlich erfolgreich sein wollen, wenn Fachkräftemangel nicht zur dauerhaften Wachstumsbremse in Deutschland werden soll, dass man jetzt, wie gesagt, dringend alle Hebel ziehen muss. Das gelingt nur gemeinsam zwischen Staat und Wirtschaft. Die Unternehmen haben ihren Part zu spielen, die Sozialpartner haben ihre Rolle, die Bundesregierung spielt ihre Rolle, damit das gelingt. Denn nochmal, keine große Aufgabe, die wir in unserer Gesellschaft haben, ob Wohnungsbau, Energiewende oder Pflege, können wir ohne Fachkräftesicherung hinbekommen. Deshalb ist es für Deutschland eine der größten Aufgaben, neben einer bezahlbaren, nachhaltigen Energieversorgung für unseren Wirtschaftsstandort dafür zu sorgen, dass wir eine ausreichende Fachkräftebasis haben durch Maßnahmen im Inland und ergänzende qualifizierte Einwanderung, die wir jetzt organisieren werden. Vielen Dank an den Arbeitsminister Hubertus Heil in Indien. Dankeschön für Ihre Zeit.